Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 307. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. Eine schöne Anwendung des Residuensatzes, der in der letzten Folge hergeleitet wurde, ist, dass sich mit ihm erstaunlicherweise sogar einige reelle Integrale berechnen lassen, die sich mit den Methoden aus der reellen Analyse entweder nur sehr schwer oder sogar überhaupt nicht lösen lassen, weil man einfach keine Stammfunktion kennt. Beispielsweise die Integrale, ich schreibe mal das erste hin, das Integral, das bestimmte Integral von 0 bis 2 Pi über 1 dividiert durch Cosinus hoch 4 von t plus Sinus hoch 4 von t dt. Dieses bestimmte Integral lässt sich sicherlich noch mit einem erheblichen Aufwand mit den Methoden aus der reellen Analyse lösen. Wir werden aber nachher sehen, dass sich das mit Hilfe des Residuensatzes relativ einfach lösen lässt, indem man einfach den Integranten komplexifiziert. Oder wir betrachten einmal das uneigentliche Integral. Uneigentliche Integrale sind Integrale, wo eine oder sogar beide Integrationsgrenzen unendlich enthalten. Wir betrachten hier einmal das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über 1 dividiert durch 1 plus x hoch 4 dx. Auch dieses uneigentliche Integral würde sich noch mit den Methoden aus der reellen Analyse lösen lassen, allerdings wieder mit einem erheblichen Rechenaufwand. Und auf dieses Integral, auf dieses uneigentliche Integral von diesem Typ, also von dieser gebrochen rationalen Funktion, möchte ich hier in diesem Video jetzt nicht eingehen. Sie finden dazu Informationen im Begleitbuch zu diesem Video, im Band Nummer 11, Funktionstheorie. Wir wollen uns in diesem Video eigentlich nur mit Integrale beschäftigen von diesem Typ, den ich hier mal einrahme, also letztendlich von mit bestimmten Integralen, wobei die Integrationsgrenzen immer 0 und 2 Pi sind und der Integrant sozusagen eine rationale Funktion sein soll von Cosinusfunktion und Sinusfunktion. Betrachten wir vielleicht noch ein weiteres uneigentliches Integral, und zwar das Integral von 0 bis unendlich über Sinus x dividiert durch x. Und dieses Integral können Sie mit der reellen Analyse eigentlich überhaupt nicht mehr lösen, denn es fehlt uns einfach die Stammfunktion für diesen Integranten hier. Es existiert also hier keine Stammfunktion. Trotzdem lässt sich dieses Integral lösen mit Hilfe des Residuensatzes. Und ich könnte hier noch eine ganze Reihe weiterer Integrale hinschreiben, die sich mit Hilfe des Residuensatzes lösen lassen. Also wir wollen jetzt hier nur Integrale betrachten vom Typ, und zwar vom Typ, dass das ein bestimmtes Integral von 0 bis 2 Pi sein soll, über eine rationale Funktion, die nur als Argumente Cosinus t und Sinus t enthält. Dt. Rationale Funktion bedeutet, dass Sie hier einen Bruch haben. Im Zähler steht ein Polynom und im Nenner steht ein Polynom. Und wie man solche Integrale löst, das zeigt uns jetzt der nachfolgende Satz. Sei zunächst einmal R eine rationale Funktion in zwei Variablen, die bezeichne ich hier mal mit x und y. Und diese Funktion ist definiert durch p von xy, also ein Polynom im Zähler, das ich mit p bezeichne, dividiert durch ein Polynom im Nenner, das ich hier mit q bezeichne. Das sei also eine rationale Funktion. Eine rationale Funktion mit reellen oder komplexen Koeffizienten. Also die Koeffizienten können hier reell als auch komplex sein. Mit reellen oder komplexen Koeffizienten. Komplexen Koeffizienten. Und wir wollen fordern, dass diese rationale Funktion nur Nullstellen, also keine Nullstellen haben soll, besser gesagt. Und zwar soll der Nenner ungleich von Null sein, und zwar für alle reellen Zahlen x und y, die die Bedingung erfüllen, dass x² plus y² gleich 1 ist. Das bedeutet, dass diese Nenner keine Nullstellen haben darf auf dem Einheitskreis. Und wenn das so ist, also wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann gilt,
dass sich dieses Integral, dieses bestimmte Integral von 0 bis 2 Pi über die rationale Funktion von Cosinus t und Sinus t dt einfach berechnen lässt durch 2 mal Pi multipliziert mit der Summe der Residuen einer Funktion f, die ich gleich noch definieren werde, in den Polstellen z-Index k. Wobei hier diese Polstellen, wo hierbei hier nur zu summieren ist über Polstellen, die innerhalb einer offenen Einheitskreisscheibe k liegen. Das heißt, wir müssen hier zunächst einmal noch festlegen, was ist überhaupt k. K soll das Innere der Einheitskreisscheibe sein, also die Menge aller komplexen Zahlen z, für die gilt, dass der Betrag von z kleiner als 1 ist. Und wir betrachten hier die komplexe Funktion f von z. Und die ist hier folgendermaßen definiert, nämlich durch 1 dividiert durch z multipliziert mit der rationalen Funktion. Und zwar im ersten Argument steht dann gerade 1/2 multipliziert mit z plus 1 dividiert durch z. Und im zweiten Argument 1 dividiert durch 2i multipliziert mit z minus 1 dividiert durch z. So, diesen Satz, den werden wir jetzt kurz einmal beweisen. Der Beweis ist nicht schwer und auch nicht lang, also Beweis. Wir benutzen dazu, um diesen Satz zu beweisen, im Prinzip den Residuensatz aus dem letzten Video. Und zwar betrachten wir einmal das geschlossene Kurvenintegral über die Einheitskreislinie, also wo der Betrag von z gleich 1 ist, über diese definierte Funktion f von z dz. Das möchte ich hier rechts vielleicht einmal hinmalen. Wir haben also in einer komplexen Ebene mit den Achsen x und y hier einen Einheitskreis oder eine Einheitskreislinie, das ist diese hier. Das hier sei also z-Betrag gleich 1. Und wir müssen also, um diesen Residuensatz jetzt anwenden zu können, müssen wir sicher sein, dass auf dieser Kreislinie also keine Polstellen liegen, also keine isolierten Singularitäten besser. Und das haben wir ja auch oben im Satz vorausgesetzt, nämlich der Nenner q in Abhängigkeit von x, y soll ja ungleich 0 sein für alle x-Werte und y-Werte, die auf dieser Einheitskreislinie liegen. Dann können wir hier also den Residuensatz verwenden aus dem letzten Video, und der besagt dann, das Integral ist gerade 2 Pi mal i multipliziert mit der Summe der Residuen f der Funktion f in den Punkten z-Index k. Also letztendlich bei uns in unserem Fall in den Polstellen, wobei wir nur die Polstellen betrachten, die innerhalb dieser Einheitskreisscheibe liegen. Und wir können jetzt im ersten Schritt zunächst einmal diese Gleichung auf beiden Seiten durch i dividieren. Das ist ja zulässig. Und das mache ich mal, indem ich hier einfach rechts das i mal jetzt rausstreiche und das links einfach einführe, also als 1 dividiert durch i. Das ist ja noch äquivalent, diese Aussage letztendlich. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden die Einheitskreislinie jetzt parametrisieren durch die übliche Abbildung, nämlich aus dem abgeschlossenen Intervall von 0 bis 2 Pi in die Menge der komplexen Zahlen hinein, wobei hier jedem t zugeordnet wird z von t, und z von t ist wie üblich e hoch i mal t. Und wir brauchen dann, um das Kurvenintegral zu berechnen nachher, noch die Ableitung von z, also z' von t wäre hier ja mit der Kettenregel, erhalten Sie i mal e hoch it, und das können wir auch schreiben als i mal z von t, da ja e hoch it gerade z von t ist. Und das bedeutet, dann erhalten wir letztendlich für das linke Integral hier 1 dividiert durch i, multipliziert mit dem geschlossenen Kurvenintegral über die Einheitskreislinie f von z dz, wäre gerade 1 dividiert durch i, und wir überführen jetzt dieses Kurvenintegral in ein Integral, nämlich von 0 bis 2 Pi, indem wir jetzt die Parametrisierung einsetzen für z, das heißt also f an der Stelle z von t, und wir müssen bedenken, das muss noch multipliziert werden, dann werden mit z' von t dt. Liefert also hier ausführlich 1 dividiert durch i multipliziert mit dem Integral von 0 bis 2 Pi. F an der Stelle z von t, unsere Funktion f, die haben wir ja hier oben definiert, die rahme ich hier nochmal ein in dem Satz. Dort sehen Sie diese Funktion noch einmal. Das heißt, es geht hier also los im Integranten mit 1 dividiert durch z von t. Multipliziert mit dieser rationalen Funktion
Im ersten Argument haben wir 1/2 stehen, multipliziert mit z von t plus 1 dividiert durch z von t. Und dann geht es weiter im zweiten Argument mit 1 dividiert durch 2i multipliziert mit z von t minus 1 dividiert durch z von t. Und das Ganze muss noch multipliziert jetzt werden mit z' von t. Und für z' von t hatten wir gesehen, erhält man einfach i mal z von t dt. So, wenn Sie sich den Integranten hier einmal anschauen, stellt man fest, dass z von t sich hier offensichtlich heraushebt und sogar das i, was hier im Integranten steht, lässt sich kürzen mit dem i, was hier vor dem Integral steht. Und wir können jetzt für z von t einmal unsere konkrete Parametrisierung einsetzen. Das heißt, wir erhalten dann hier letztendlich das Integral von 0 bis 2 pi, dann die rationale Funktion r, an der Stelle 1/2 und für z von t schreiben wir jetzt e hoch i t. Plus 1 durch z von t, das würde hier geben 1 durch e hoch i t. Mit Hilfe der Potenzgesetze können Sie das aber auch schreiben als e hoch minus i mal t. Und das zweite Argument geht dann über in 1 dividiert durch 2i, multipliziert mit e hoch i t minus e hoch minus i mal t. Und das Ganze dt. Und Sie sehen hier, wenn Sie sich jetzt mal die Argumente genauer angucken, offensichtlich handelt es sich hier bei dem ersten Argument um die reelle Kosinusfunktion. Also das wäre Kosinus von t. Und das zweite Argument wäre hier gerade die reelle Sinusfunktion, also Sinus von t. Das heißt, wir haben hier also rausbekommen, das ist das Integral von 0 bis 2 pi über die rationale Funktion in den Argumenten Kosinus t und Sinus t. Das heißt also, um ein solches Integral zu lösen, müssen Sie Cosinus t ersetzen durch, ja, wie es hier oben steht, nämlich durch, wo steht es hier rechts, das hier wäre praktisch unser Cosinus hier, wie Sie sehen, und das hier wäre hier gerade unser Sinus t. Also unser Cosinus t muss ersetzt werden immer durch 1/2 mal z plus 1 durch z und Sinus t muss ersetzt werden durch 1 dividiert durch 2i multipliziert mit z minus 1 durch z. Und damit hätten wir diesen Satz also schon bewiesen, wie Sie sehen. So, der Beweis ist damit hier abgeschlossen. Ich möchte hier vielleicht noch eine kleine Bemerkung machen. Und zwar, es sind hier also nur die Residuen zu berücksichtigen, die innerhalb der Einheitskreisscheibe liegen. Das heißt also letztendlich, wenn ich das hier nochmal hinzeichne, wir haben hier in der komplexen Ebene den Einheitskreis mit dem Radius 1. Und wir erhalten in der Regel hier mehrere Polstellen und wir berücksichtigen nur diejenigen Polstellen, die innerhalb dieser Kreisscheibe liegen und nicht die, die hier außerhalb liegen. Auf der Kreislinie selbst dürfen keine Polstellen liegen. Das war ja die Voraussetzung unseres obigen Satzes. Und wir werden das konkret jetzt mal an einem Beispiel demonstrieren, wie man hier relativ zügig den Wert eines solchen Integrals ermitteln kann. Und wir betrachten dazu dieses Eingangsbeispiel, was ich hier ganz oben links eingerahmt habe. Also das Integral von 0 bis 2 Pi über 1 dividiert durch Cosinus 4 von Cosinus hoch 4 von t plus Sinus hoch 4 von t. Dieses Integral möchte ich hier einmal abkürzen mit j vielleicht. J soll also bei uns jetzt sein, das Integral von 0 bis 2 pi über 1 dividiert durch Cosinus hoch 4 von t plus Sinus hoch 4 von t dt. Unsere rationale Funktion wäre also die Funktion in Abhängigkeit von x und y und das wäre hier gerade 1 dividiert durch, das Cosinus wäre gerade x und das Sinus wäre gerade y, also x hoch 4 plus y hoch 4. Unser Nenner, daraus folgt unser Nenner dieser rationalen Funktion, der lautet ja hier x hoch 4 plus y hoch 4 und der kann im Prinzip nur 0 werden für den Fall, dass x gleich y gleich 0 ist. Also sehen wir, dass hier offensichtlich keine Nullstellen des Nenners vorliegen, die auf dem Einheitskreis liegen. So, wir betrachten jetzt zunächst einmal die Funktion f von z. Die war ja folgendermaßen definiert, nämlich 1 dividiert durch z multipliziert mit, und jetzt müssen wir im Prinzip unseren Integranten nehmen, unsere rationale Funktion, und das Cosinus z einfach nur ersetzen durch 1/2
mal in Klammern z plus 1 durch z. Und das Ganze natürlich hoch 4, da wir ja den Cosinus hoch 4 hier stehen haben. Und der Sinus wird ersetzt durch 1 dividiert durch 2i multipliziert mit z minus 1 durch z und das Ganze hoch 4. So, wir werden zunächst einmal hier 1 halb hoch 4 berechnen, das gibt 16. Und 1 dividiert durch 2i hoch 4 gibt ebenfalls 16, denn i hoch 4 selbst ist ja wieder 1. Und diese 16, die kann ich in den Zähler mit hineinschreiben, so dass wir letztendlich erhalten, das ist 1 dividiert durch z multipliziert mit 16. Und der Nenner sieht dann schon etwas erträglicher aus, sage ich einmal, nämlich dann steht dort nur noch z plus 1 dividiert durch z hoch 4 plus z minus 1 dividiert durch z hoch 4. Und jetzt verwende ich einen kleinen Trick, um das noch etwas weiter zu vereinfachen. Ich erweitere diesen Bruch mit einer geschickten 1, nämlich mit z hoch 4 dividiert durch z hoch 4. Das ist ja zulässig, dann würden wir erhalten im Zähler 16 z hoch 4. Dieses z hoch 4 lässt sich aber noch kürzen mit dem z, was hier vor dem Bruch steht. Vor dem Bruch steht ja noch 1 durch z. Das heißt, letztendlich bleibt dort nur noch übrig 16 mal z hoch 3. Und multiplizieren Sie jetzt die z hoch 4 in den Nenner hinein, dann erhalten Sie doch offensichtlich hier folgenden Ausdruck, nämlich z Quadrat plus 1 in Klammern hoch 4 plus z Quadrat minus 1 in Klammern hoch 4. Und wir müssen jetzt, um hier weiterzukommen, diese Klammern, diese vierten Potenzen dieser Klammern ausrechnen. Und dazu bietet sich jetzt hier an das Pascalsche Dreieck. Das möchte ich hier rechts nochmal kurz hinmalen. Das Pascalsche Dreieck. Mit diesem Pascalschen Dreieck erhalten Sie die Koeffizienten, wenn Sie das hier ausmultiplizieren. Das Pascalsche Dreieck sah ja so aus. Das ist hier diese Zeile, die ich jetzt eben hingeschrieben habe, wäre für hoch 2 letztendlich zu nehmen. Für hoch 3 erhalten Sie diese Koeffizienten und für hoch 4, was wir hier brauchen, wären das diese Koeffizienten. Das hier ist also die Zeile sozusagen für hoch 4, die wir nehmen müssen. Das heißt, wir erhalten hier also im Zähler 16 z hoch 3 und im Nenner jetzt kommt eine lange Kette. Und zwar geht das jetzt los mit einmal z Quadrat hoch 4. Das gibt also z hoch 8. Dann der nächste Koeffizient ist schon einmal die Zahl 4. Und jetzt müssen wir z Quadrat hoch 3 nehmen, das gibt also z hoch 6. Der nächste Koeffizient wäre 6. Jetzt müssen wir z Quadrat hoch 2 nehmen, das gibt also z hoch 4. Der nächste Koeffizient wäre 4. Jetzt kommt z Quadrat hoch 1, das gibt einfach z Quadrat. Und schließlich noch eine 1 mal z Quadrat hoch 0 und das bleibt gerade 1. Und die zweite Klammer liefert im Prinzip dasselbe. Der Inhalt der Klammer ist ja fast derselbe, bis auf das Vorzeichen, was hier in der Mitte steht. Und das führt dazu, dass wir jetzt hier einfach dasselbe hinschreiben können, allerdings mit alternierenden Vorzeichen. Also z hoch 8 minus 4 mal z hoch 6, dann kommt plus 6 z hoch 4. Dann geht es weiter mit minus 4 z Quadrat und schließlich plus 1. Und Sie sehen, wenn Sie sich den Nenner einmal genau anschauen, hier heben sich einige Summanden weg, nämlich 4 z hoch 6 mit minus 4 z hoch 6 und 4 z Quadrat mit minus 4 z Quadrat. Und die restlichen verbleibenden Terme fasse ich jetzt hier mal zusammen. Der Zähler bleibt also gleich. Und im Nenner halten wir z hoch 8 plus z hoch 8, das ist 2 mal z hoch 8. Dann haben wir 6 z hoch 4 plus 6 z hoch 4, das gibt 12 z hoch 4. Und schließlich 1 plus 1 ist 2. Und Sie sehen, es lässt sich jetzt hier offensichtlich noch etwas kürzen. Und zwar können wir hier eine 2 rauskürzen aus dem Zähler und dem Nenner, so dass wir schließlich erhalten 8 z hoch 3 im Zähler und im Nenner dann z hoch 8 plus 6 z hoch 4 plus 1. Und diesen Bruch bezeichne ich jetzt mit g von z im Zähler und h von z im Nenner. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen jetzt einmal rausfinden, wo hier die isolierten Singularitäten sind. Das heißt letztendlich die Pole dieser Funktion f. Also wir wollen jetzt die Pole von f bestimmen. Dazu müssen wir letztendlich den Nenner 0 setzen, also z hoch 8 plus 6 z hoch 4
plus 1 ist gleich 0. Und hier, um das zu lösen, verwende ich jetzt hier eine Substitution, indem ich diese Gleichung irgendwie auf eine quadratische Gleichung transformiere. Und das gelingt durch eine geschickte Substitution, indem wir w gleich z hoch 4 einmal setzen. Das rahme ich ja auch gleich einmal ein, weil wir das gleich noch benötigen werden. Dann geht doch unsere Gleichung einfach über in w² plus 6w plus 1 gleich 0. Und diese Gleichung können Sie lösen, beispielsweise mit der Lösungsformel für quadratische Gleichungen, nämlich die PQ-Formel. Wenn Sie die ja verwenden, erhalten Sie w-Index 1, 2 ist gleich minus p halbe, das würde bei uns minus 3 ergeben, plus minus die Wurzel aus p halbe, das ist also 3 zum Quadrat, ja, das ist 9 minus q, also minus 1. Wir halten hier also minus 3 plus oder minus die Wurzel aus 8, wie Sie sehen. Nun, wir haben, ja, das heißt also, wir haben hier offensichtlich zwei Lösungen. Die erste Lösung w-Index 1 wäre also minus 3 plus Wurzel aus 8. Betrachten Sie von w1 mal den Betrag, dann ist das ja hier gerade 3 minus Wurzel aus 8 und das ist sicher kleiner als 1. Das heißt also, daraus folgt doch für die Lösung zk, bedenken Sie, zk hoch 4 ist ja gerade w1 und daraus folgt doch, dass der Betrag von zk, weil ja der Betrag von w1e kleiner als 1 ist, der Betrag von zk ebenfalls kleiner als 1. Das heißt also, diese vier Lösungen, die herauskommen, die alle verschieden voneinander sind, werden innerhalb der Einheitskreisscheibe liegen. Also diese Lösungen sind innerhalb von k, unserer Einheitskreisscheibe. Betrachten wir dagegen die Lösung w2, die war ja minus 3 minus Wurzel aus 8, dann folgt doch daraus, der Betrag von w2 wäre hier einfach 3 plus Wurzel aus 8, das ist offensichtlich größer als 1 und daraus folgt für die vier Lösungen zk, die ja w2 sein müssen, dass der Betrag von zk hier in diesem Fall offensichtlich größer als 1 ist, da ja der Betrag von W2 schon größer als 1 ist. Und das bedeutet, diese Lösungen liegen alle außerhalb von K. Also wenn ich das hier rechts mal hinmale, das hier sei die komplexe Ebene mit den Achsen X und Y, hier der Einheitskreis, das hier sei die Kreislinie Z-Betrag gleich 1. Dann haben wir hier vier Lösungen vorliegen, beispielsweise die ich hier mal rot reinzeichne. Das sind die Lösungen, die innerhalb der Kreisscheibe liegen. Und dann haben wir noch Lösungen, die irgendwie außerhalb liegen. Vielleicht diese, die ich hier in blau jetzt mal einmale. Die kommen jetzt also nicht zum nicht zu berücksichtigen letztendlich. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen jetzt die Residuen von f bestimmen. Das ist der nächste Schritt. Also die Residuen von dieser komplexen Funktion f. Und da wir hier also nur Pole erster Ordnung vorliegen haben, können wir jetzt hier auf eine Rechnung zurückgreifen, die ich im vorletzten Video gezeigt habe. Und zwar lassen sich die Residuen von f in diesen vier Polstellen zk bestimmen, indem Sie jetzt den Zähler betrachten an der Stelle der Polstellen, dividiert durch den Nenner abgeleitet in diesen Polstellen. Diese Formel, wie gesagt, wurde hergeleitet im vorletzten Video, also vorletztes Video für diejenigen, die sich das noch einmal anschauen wollen. So, g, was war g? G war ja von unserer vereinfachten Funktion f von z, die hier oben noch steht, ich unterstreiche das mal, bei unser Zähler, dort müssen wir z-Index k einsetzen und den Nenner müssen wir ableiten. Das heißt, wir halten also für den Zähler, das schreibe ich jetzt hier also hin, das ist 8 mal z-Index k hoch 3. Den Nenner müssen wir ableiten, dann erhalten wir 8 mal z hoch 7, aber wir müssen für z-Index k einsetzen, also 8 mal z-Index k hoch 7 plus 4 mal 6, das sind 24, multipliziert mit z-Index k hoch 3. Und die 1, die fällt ja hier weg. Das lässt sich jetzt hier noch etwas vereinfachen, wie Sie sehen. Wir können nämlich 8 mal zk hoch 3 hier im Zähler und im Nenner kürzen sozusagen. Dann bleibt doch offensichtlich hier nur noch über z-Index k hoch 4
plus 3. Und z-Index k hoch 4, das war ja für unsere Lösung, die alle innerhalb der Kreisscheibe liegen, gerade w1 plus 3. So, W1 hatten wir berechnet. Was war W1? W1 steht hier oben noch. Das unterstreiche ich hier mal. Das war gerade minus 3 plus Wurzel aus 8. Und dann haben wir separat noch die 3 dort stehen. Und Sie sehen, im Nenner hebt sich minus 3 mit plus 3 weg. Das heißt, für alle vier Polstellen erhalten wir dasselbe Residuum, nämlich 1 dividiert durch Wurzel aus 8. Das heißt also, unser Integral, was wir eigentlich lösen wollen, unser Integral j, was ja war, das Integral von 0 bis 2 Pi über 1 dividiert durch Cosinus hoch 4t plus Sinus hoch 4 von t dt. Nach unserem obigen Satz berechnet sich das also jetzt durch 2 mal Pi multipliziert mit der Summe der Residuen der komplexen Funktion f in diesen vier Polstellen z, k, wobei ja k von, ja, 0 bis 3 oder von 1 bis 4 läuft, je nachdem, wie Sie das indizieren wollen. Das liefert also bei uns hier 2 Pi, ja, und wir halten für jedes Residuum denselben Wert, wie Sie hier sehen. Das heißt, wir können sagen, das ist 4 mal 1 dividiert durch Wurzel aus 8 für diese Summe. Und das gibt gerade 8 Pi dividiert durch Wurzel aus 8. Das lässt sich noch etwas schöner schreiben, indem wir hier wieder geschickt erweitern mit Wurzel 8 durch Wurzel 8, was ja nichts anderes wie 1 ist. Und dann sehen Sie, im Nenner haben Sie dann 8 stehen, die 8 kürze ich mit der 8 im Zähler weg, so dass hier letztendlich herauskommt Wurzel aus 8 mal Pi. Sie sehen also, mit Hilfe des Residuensatzes ist also dieses Integral relativ zügig und schnell gelöst. Natürlich könnte dieses Integral mit einem erhöhten mathematischen Aufwand auch mit Hilfe der reellen Analysis lösen. Wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, können Sie mir gerne einen Daumen nach oben geben und vergessen Sie bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls Sie kein weiteres Video verpassen wollen. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmathe.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.